In einem Kindergarten am Stadtrand von Bremen treffen 55 Kinder aus 10 Nationen aufeinander. Sie kommen jeden Tag spielerisch mit ihrer Ursprungskultur und der Kultur der anderen in Berührung und lernen von und miteinander. Hier bin ich, hier bin ich. Hier sind wir. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Integration gelingt immer dann, wenn sie von Anfang an beginnt. Weil wir einfach Menschen sind, die früh lernen. Und wenn früh anders sein bedeutet, keine Angst zu haben vor anderen Menschen, vor anderen Kulturen, dann geht das einfach am besten von früh an im Kindergarten. An der Familienwand haben sie Fotos ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister aufgehängt. So sehen sie, jeder von ihnen ist anders und etwas Besonderes. Egal woher er stammt. Und jeder von ihnen hat Wurzeln, eine Familie, groß oder klein. Das haben sie alle gemeinsam. Meine Mama, ich, ja, da war ich noch mit Slully. Mama, Elli, ich, ein Opa lebt noch und eine Oma lebt noch. Und deine Oma und dein Opa haben dich auch das erste Mal gesehen, ne? Das war toll. In Afrika. Die Kinder werden gestärkt dadurch, dass sie sich und ihre Familie, ihre Wurzeln hier wiederfinden. Denn sie sind ja in einem neuen Lebensraum. Den Lebensraum Familie verlassen sie als erstes und sie sind im Kindergarten und spüren diese Wurzeln noch, weil diese Wurzeln auf diesen Familienbildern wiederzuerkennen sind. Zusammen haben die Kinder ein Bilderbuch gestaltet. Die Geschichte vom Sternenkind Fridolin. Sie entdeckten vieles, was sie verbindet, und nur weniges, was trennt. Sie lernen im Spiel, dass jede Kultur Respekt verdient und dass es Spaß macht, Gemeinsamkeiten zu entdecken und zusammenzuhalten. Das Wichtigste an der vorurteilsbewussten Erziehung bei jungen Kindern ist zu schauen, was hat der andere genauso wie du. Also alle Kinder haben Augen, meine Augen sind blau, wie sehen deine Augen aus? Und darüber reden. Vor allen Dingen miteinander in Kontakt bleiben. Das ist das Entscheidende. Dass kleine Kinder keine Vorurteile haben, ist ein Irrtum. Sehr früh, schon mit 3, nehmen sie Unterschiede wahr. Wissen, was normal ist und was nicht. Erleben sie dann, dass Fremdes abgelehnt wird, übernehmen sie das und bilden Vorurteile. Die Kinder, die vielleicht schon länger hier sind, wissen das dann natürlich auch, dass Anderssein okay ist und dass es auch wichtig ist, anders zu sein, weil man voneinander lernen kann. Vorurteile muss man ja erstmal bei sich selbst entdecken, um sie dann auch vielleicht angehen zu können. Und genauso ist das bei den Kindern auch. Also, dass sie einfach einzigartig. Genau, einzigartig sind. Im offenen Kindergarten Arbergen beschäftigen sie sich spielerisch mit ihrer Herkunft und mit ihrer Kultur. Sie malen ihre Hände und die Farbe ihrer Haut und merken, Unterschiede sind interessant und Anderssein ist ganz normal. Das ist Mathilda, eine Persona Doll. Persona Dolls sind eine Methode in der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Mathilda! Mathilda hat eine Biografie, genau wie die Kinder auch. Und sie kommen zusammen ins Gespräch über Gleichheiten und Unterschiede. Hallo Mathilda, ich bin Michelle. Hallo Mathilda, ich bin Nick. Seit einem Jahr kommt Mathilda regelmäßig zu Besuch. Die Puppe erzählt aus ihrem Leben. Die Kinder identifizieren sich mit ihr und ihren Erfahrungen, fassen Vertrauen und erzählen Mathilda von sich. Englisch? Ja. Und Deutsch? Mhm. Und Türkisch? Mhm. Immer Deutsch mit Mama und Papa. Mhm. Nur Deutsch. Sie können Mathilda ihre Gefühle anvertrauen, Wut und Trauer, erzählen über Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, die sie erlebt haben und verarbeiten so zusammen ihre Erfahrungen. Beim Kartenspiel stellen sich die Erzieherinnen ihre eigenen Familie, Kindheit und Biografie. Denn nur wer sich Vorurteile immer wieder bewusst macht und sich austauscht, kann bei Kindern Diskriminierung entdecken und stoppen. Wenn wir uns in unserer eigenen Identität stark fühlen, wenn wir stark sind für die großen Herausforderungen des Ichs, dann sind wir mutig genug, auch zu fragen, und du neben mir, wer bist du und was kann ich mit dir zusammen machen? Und dann ist die kulturelle Vielfalt eine Bereicherung. Wenn
wenn alle Kinder auf der Welt zusammenstehen und fangen an zu singen. Für die 55 Kinder aus 10 Nationen ist Multikulti schon jetzt ganz normal. Sie profitieren alle von der Vielfalt ein Leben lang.